Moin moin Leute und was geht heute mit einem wunderschönen Spiel, was denke ich mal die meisten Leute kennen. BO2. Heute einfach mal eine ganz easy gechillte Runde. Und bitte nicht wundern, ich muss mich erst einspielen, also bin ich ein bisschen schlechte. Als ein Zimmer. Ja. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag gehabt. Also ich auf jeden Fall. Und wie ihr seht, ich spiele gerade so beschissen. Das glaubt ihr gar nicht, sage ich ja. Richtig so. What the fuck mäßig. ja. Da gibt es nicht mehr zu sagen. Wie immer 15 Minuten, ne? Und ja, mal gucken, was sich noch so gibt. Und wir haben wunderschönes Gewitterchen mit Ring hier in Berlin, was sehr, sehr geil ist. Hey, gut, ne? Was auch übelst geil ist, muss ich echt lassen. Und ja, ich hoffe, ihr habt noch angenehme Ferien oder angenehme Schule, je nachdem, ne? Hoffe ich mal. Ich habe auf jeden Fall sehr angenehme Ferien, das steht schon mal fest. Und hoffe, die sind auch noch immer so lange gut. Ich war auf jeden Fall Ende der Ferienwoche. Also letzte Ferienwoche werde ich im Urlaub sein, aber ihr werdet trotzdem Montag, Mittwoch und Freitag ein Video kriegen. Um die Uhrzeiten, die ja immer angegeben sind. Auch Mittwoch eine Quatschrunde. Mir auf ins Wort zu quatschen. Werdet ihr trotzdem sehen? Das ist keine Frage. Alter, der Bebe! Ey, caramba! Ja, okay. Laber mich nicht ins Wort. Ja, mit... Ey... Ich kotze ins Essen. Ey, das gibt's doch gar nicht. Mein Aim ist... ganz dezent im Eimer, muss man echt lassen. Na, oh, leck mir da. Ja, ja, ich muss es ein bisschen einspielen und so, dann funktioniert es auf jeden Fall wieder ein bisschen besser als sonst immer, da ich sonst eigentlich immer eingespielt bin. Läuft eigentlich geiler, vor allem bei Nuketown. Da bin ich so gut. Ja, bin ich immer meist auf dem ersten Platz, jetzt bin ich immer noch auf dem letzten. Blöderweise. Hoffe, es geht ein Tick besser. Auf dem Abend sind immer so die Pros hier drauf, ohne Witz. Ja. Es kommt nicht auf die Level an, Alter, das ist, ja... Ich bin Level 37 und mein Aim ist so schlecht. Wie was weiß ich? Ich hätte jetzt einen Grashalm gesagt, aber das trifft nun auch wieder nicht zu. Alter, hör auf mir ins Wort zu brabbeln. Ja. Läuft. Ich hoffe, ihr habt das letzte Video gesehen mit BO2 mit All in Gamer. Wie die meisten Leute da so ihre Aggression kriegen. Auch mit R dazu. War auf jeden Fall mal sehr lustig. Wie ne, Digga. Geht doch. Wenigstens einen habe ich endlich mal umgenietet. 32 zu 61 steht. Kann ja nur schlimmer werden. Werde ich probiere mein Bestes zu geben, so einigermaßen. Aber ernsthaft, ja, bitte nicht diskriminieren oder so, da ich nicht wirklich eingespielt bin, auch wenn ich das jetzt, so 10.000 Mal sage. Aber das ist auch nicht meine Map.
Muss ich wirklich echt dazu sagen, ja, also meine Map ist das wirklich nicht. Die ist zwar nicht groß oder so, aber trotzdem, die Map ist nichts für mich. Die ist auch nicht so wirklich geil, weiß ich nicht. Ja, jo, ich weiß, letzter Abschussziel läuft auf jeden Fall bei mir richtig. Und die sind alle auf, um ins Wort zu brabbeln. Ei, caramba. Ich weiß halt nur nicht, was ich sagen soll, ne? Ich bin die letzte Abschusskamera. Ja, läuft auf jeden Fall sehr, sehr gut. So, Volltreffer haben wir auch langsam durch. Ich wechsle aber jetzt erstmal die Lobby, da ich erstmal nicht wirklich Bock habe auf nochmal so eine Runde kassiert zu bekommen. Und mich jetzt wieder in die Runde reinjoinen, ne? Dann. Nein! Das 6 ist, der trifft dann noch nicht mal in den meisten Fällen. Nuketown war schon. Och Mann, oh. Das ist jetzt scheiße. Nuketown war schon. Mann, oh. Aber Plaza bin ich auch eigentlich auch recht gut. Oh, wir haben 2 Level 5er drin. Und ein Level 3er, ja. GG auf jeden Fall. So, stumm schalten. Danke. Ja, stumm schalten, danke. Das kotzt mich bei diesem Game an, ey. Wenn die Leute jedes Mal irgendwas brabbeln. Oder irgendein Streit oder was weiß ich anfangen. Und das so ausartet, so wie mit allen Gamer. Dass man dann das wirklich so gut wie nur permanent macht. Also nicht nur er wurde, sage ich mal, beleidigt, sondern ich auch, ohne dass ich was gemacht habe. Ja, ich sag nur meine Meinung. Und ich sag mal, sofort kriegst du da was gleich am Lappen gehauen, obwohl man nichts gemacht hat. Da denke ich mir dann immer so innerlich, Alter, wenn du neben mir sitzen würdest, du würdest nicht mehr leben. Ja, das ist einfach so. Er hat Lack gehabt. Das ist einfach mal so Gehirntod. Also Menschen, die keine Gehirnzellen mehr im Kopf haben, die dann eben so mal ganz diskret mal was rausballern, so ohne Sinn und Verstand. Oh, ja gut, ne. So einfach mal was rausballern. Und dann sitzt man und sagt mal so, Alter, was redest du da? So eine Art. Und das war bei mir der Fall. Ich sitz da und denk mir so, yo, was redest du da? Ja. Da fällt einem nichts mehr wirklich ein, was man noch dazu sagen könnte. Außer nur Dummheit tut weh. So. Pup, pup, pup. Wir nehmen den hinteren Ausgang. Ja, und das ist so ein Ding, was mich jedes Mal ankotzt und sowas. Es war auch schon bei Ghost in the Shell öfters so, dass Leute sofort angefangen haben, immer wieder zu beleidigen. Einfach so random, ja du Hurensohn, du bist so schlecht, ich habe ein besseres Level. Denke ich mir auch so, Alter, das kommt nicht aufs Level an. Teilweise schon, denken viele. Aber so ganz mitbekommen kriegen sie die Welt auch nicht. Ja, also wie ihr auch seht, dass die Level 5er, sage ich mal, mich auch fertig machen. Das ist schon, ja... Auch die besten Leute, die jetzt Level 55 oder so sind, die mache ich nun auch mal fertig. Und ich habe schon gehabt, dass so korrekte Leute in der Lobby waren, mit denen konntest du dich ganz normal unterhalten. Aber du fragst, wie geht's so, was machst du so, Hurenkind macht Flachweg so. Ja, und so, das ist so, ja. Ganz diskret und easy. Ich werde mir aber noch die DLCs holen für die Waffenskins. Also das heißt, es ist denn nur so Standard und so, sondern richtig, weil das Spiel hat mir All in Gamer geschenkt. Und auf jeden Fall gehen auch viele Grüße auch an ihn raus. Er ist auch gerade im Urlaub, deswegen nehme ich leider nicht mit ihm auf. Was ich ein bisschen traurig finde, er ist auf jeden Fall in Ägypten, 3 Wochen im Urlaub.
Hoffentlich klappt das mit seinen ganzen Aufnahmen, die er vorhatte zu machen. Hoffe ich mal. Das wäre auch wirklich... Mein Spiel leckt. Och nö. Nicht schon wieder. Das ist jedes Mal Fraps. Ich bin mal so letztens aufgefallen. Ich habe so eine Testaufnahme gemacht. Ihr wisst ja noch meine Rage-Szene bei Burnout. Wo ich ja... das so aufgenommen hatte. Und da habe ich mal eine Testaufnahme gemacht. Und da habe ich dann mitbekommen, dass es Fraps ist. Weil da meine Rate sehr, sehr hoch war. Und das nicht wirklich geil war. Oh, leck me. Leck me. Holla, wie die Waldfee. Oh, ja. Easy peasy und so. Nein, nicht so ganz perfekt gezielt, aber immerhin etwas, ne? Klar, er sieht mich auch. Digga, ernsthaft. Ich bin nicht mehr für 5 Minuten rum. Das meine ich auch, diese ganzen Chats immer so. Das ist immer so, yo. Ah, nicht klar. Irgendwie habe ich das Gefühl... Hurenkind. Also, ich muss dabei lachen, weil es einfach so voll lustig ist. Also, wenn man sowas liest, Alter. Alter. Der Hurenkind, Hurensohn. Boah, ey, wie konnte ich ihn übersehen, Mann? Das ist ein bisschen peinlich. Aber wir können ja auch mich auslachen. Ich habe ihn jetzt aber wirklich nicht gesehen. Ey, mein Aim die ganze Zeit. Das ist so schlecht. Ich habe ein Visier bekommen. Geil. Endlich. Meine andere Waffe ist ja schon so weit aufgerüstet. Aber... ich zock mal mit anderen, also zumindest die hier, die ich jetzt benutze, das ist eine Victor K10. Die probiere ich wirklich aufzurüsten, was das hier liebt. Weil ich diese Waffe liebe. Die ist so geil, die macht zwar nicht so viel Damage, aber die Waffe ist so geil. Die ist so geil. Hey, komm, guck mal hoch. Ach, komm schon. Bist du mich gerade an, oder was? Hey, Digga, willst du mich verarschen? Oh, hallo. Wie wollte ich jetzt killen? Ich brauche noch, glaube ich, ein paar Volltreffer. Bis ich meinen neuen Waffenskin habe. Oh, 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 oh. Für meine Vektor 10. Ja. Was für ein geiler Kill. Geiler Kill auf jeden Fall. Hey, ich bin Vorletzter. 725 Punkten. Kann man nichts falsch machen. Leider kein Nuketown. Bin ich beleidigt? So. Ich brauche noch wie viele Volltreffer? Yes, wir haben fast die 100 Volltreffer. Ich freue mich schon. Yeah. Wehe, ich bin jetzt in die Runde mit rein. Oh nö. Voll so eine Sniper-Map, ey. Aber das ist richtig. Ja, ich hasse Camper. Ich hasse so welche Leute. Wenn man mit einer Sniper unterwegs ist, okay, es ist was anderes. Aber nicht jedes Mal diese Leute, die mit Absicht campen, Alter. Das pisst mich langsam richtig an.
Wenn man das die ganze Zeit macht. Boah, ey. Ich kann mit so einer Waffe nicht umgehen. Die ist mir zu lame, so eine Waffe. Ui. Ey, komm, Digga. Leck mich. Ich tanze ein bisschen. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ja. Digga, willst du mich verarschen? Ja, war klar. Du kommst ausgerichtet aus der Ecke. Vielleicht wurdest du auch in der Ecke geboren, man weiß es nie. Wenn du es wieder oben sein wirst. Ja. Yep. Tschüss. War schön, dich kennenzulernen. Du sind jetzt wieder über 15 Minuten, aber hey, kann man mal machen. Jetzt werden wir eigentlich irgendwo wieder Camper rumgammeln. So, du Level 6er, du gehst mit tierisch auf den Kicker. Ich zieh mich ins Löchlein zurück. Ja. Lauf. Danke. Ich wusste, dass da oben einer ist. Und ich verkriege mich nach unten. Ich gehe jetzt nicht nach oben. Oh, komm. Das gibt's doch nicht. Geh in die Hölle. Okay, da ist einer von uns drinne. Hallo? Danke. So. Boah. Gehst du mir immer noch auf den Sack? Ey! Du Ding da! Boah, ey! Wie die sich so anschleichen, diese Typen. Ja, da war ein Sniper in der Nähe. Irgendwo war ein Sniper. Ja. Ey, das gibt's doch nicht. Ich hab dezent keinen Bock mehr. So. Ja, Job erledigt, ich bin ja auch zufrieden, Alter. Hi Toni, tschüss Toni. Ja, wir liegen auf letzten Platz mit 650 Punkten. Ich würde sagen, neuer Rekord, ne? So. Auf jeden Fall, wenn ich nächstes Mal noch einmal Black Ops 2 aufnehme, dann werde ich vielleicht erst 1 bis 3 Runden zocken, um eingespielt zu sein und so. Kennt ihr ja sicherlich. Hoffe, euch hat das erstmal gefallen. Wenn ihr das Video seht, wird es eventuell Mittwochabend oder Donnerstag sein. Mal gucken. Und somit verabschiede ich mich erstmal. Haut rein, ich sag tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Voll der geile Wortsatz.